Hallihallo, willkommen zum 14. Teil meines Minecraft-Video-Klicks. Diese Woche werde ich primär nur die Pyramide betrachten, weil die restlichen Leute arbeiten an verschiedensten Projekten gleichzeitig und dementsprechend werde ich mich dann nächsten Wochen wieder darum kümmern, wieder mal zu besuchen. Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich hier ein schönes Video hochgeladen gehabt zu einem kleinen Kraftwerk, was ich gebaut habe. Leider sind bei der Aktion meine Frames ziemlich in den Keller gegangen, also zumindest für die Leute, die jetzt keinen ziemlich krassen Rechner haben. Dementsprechend kann es sein, dass ich das Ganze hier nochmal umbauen werde, aber vielleicht erstmal für die, die es jetzt noch nicht geguckt haben und keine Lust haben. Das Ganze ist ein lustiges RF-Kraftwerk, was halt mit Dynamos arbeitet. Und das produziert so, boah, ich würde sagen, 5000 RF. Im Prinzip stehen hier Dynamos für 10.000 RF, allerdings habe ich die Hälfte der Dynamos abgetrennt vom System, weil die Blazes dort oben nicht schnell genug spawnen. Ja, das ganze Betrieb kann ich eigentlich ganz kurz mal demonstrieren. Flup. Man spawnt dort oben, schlicht und einfach in einen kleinen Mob-Spawner, spawnen Blazes. Die Blazes werden dann durch diese Ventilatoren nach vorne getrieben. Dort vorne stehen dann ein paar Turtle, die dann die Blazes umkloppen. Das seht ihr dort oben. Unten drunter unter dem Turtle ist ein Sewer, der quasi die XP auffängt. Die XP wird dann direkt runtergeleitet. Und nebenbei die Items fließen dann quasi in den Pulverizer, werden zu Blaze Powder pulverisiert und werden dann hier quasi in diesen ganzen Dynamos als Reaktant verteilt. So, der Knackpunkt ist jetzt, dass ich hier beim Video das Riesenproblem hatte, dass die Raycraft-Tanks nicht so funktioniert haben, wie ich dachte. Ich dachte, man könnte hier verschiedene Outputs, quasi verschiedene Stufen erzeugen und damit dann sagen, ich möchte hier unten quasi einen Hauptausgang machen, hier oben noch was anderes, hier oben was anderes und so weiter und so fort. Das funktioniert leider nicht. Es gibt bloß die Möglichkeit, quasi auf den untersten beiden Layern überhaupt Zeug abzupumpen. In dem Fall Mob-Essenz. Und ja, dementsprechend musste ich mir was anderes einfallen lassen. Und dieses anderes, das seht ihr hier oben, da muss ich mal kurz hochfliegen. Das ist eine Art Puffersystem, wie ich es schon bei MFSUs und so weiter gemacht habe. Und zwar fließt die ganze Mob-Essenz hier oben rein und hier unten steht noch ein Sear-Tank. Der Sear-Tank ist irgendwie der einzige Tank, den ich richtig gefunden habe, der seine Liquid zu verschiedenen Seiten ausgeben kann. Wenn jetzt dieser Tank hier oben voll ist, und ich kann gerne so weit erzählen, dann meldet sich hier das Gate. Damit schaltet ihr unten das RS-Latch um und damit wird quasi das Redstone für diese Abpumpanlage aktiviert und damit füllt sich der Tank. Die Abpumpanlage hier drüben ist für den Mob-Spawner zuständig, also sprich, dass quasi der Mob-Spawner immer genug Mob-Essenz hat, um neue Blazes herbeizuführen, dann ja, zu spawnen. Und dementsprechend habe ich hier quasi ein Puffersystem, was dann immer wieder auffüllt und dann hier wieder alles reinpfeffert und so weiter und so fort. So, wie gesagt, da kann ich aber ganz kurz warten, dauert hier nicht lange. Es ist auf jeden Fall so, dass, wie gesagt, nicht genug Blazes spawnen, um 128 Dynamos zu versorgen. Macht aber nichts, weil trotzdem 5000 RF, die jetzt schon produziert werden, sind echt ein ordentlicher Knackpunkt. So, jetzt ist quasi hier das RS-Ledge umgesprungen und jetzt wird hier ganz schnell abgesaugt. Und wenn dann der untere leer ist, so wie jetzt, dann hüpft das RS-Latch wieder rum. Da unten ist dann noch ein Gate. Und damit wird jetzt quasi wieder aufgefüllt. Ja, wie gesagt, mit dem Leck hier, was im Endeffekt verursacht wird durch irgendwas, muss ich mal gucken. Da werde ich mal, wenn ich mal Zeit habe, die Map im Singleplayer ausprobieren. So, als nächstes habe ich hier den Enchantment Room rausgerissen, weil der mich hier gestört hat im Schlafzimmer. Das werde ich dann eh nochmal bearbeiten und dementsprechend habe ich jetzt hier einen schönen Raum, wo ich dann ein bisschen enchanten kann. Das Ganze wird quasi zu einer Bibliothek noch ausgebaut, allerdings hatte ich jetzt die letzten Tage nicht genug Zeit und habe hier bloß das Nötigste gemacht. Außerdem habe ich angefangen, tendenziell Doppelmauern zu verwenden, um hier quasi Einzelräume dann noch ein bisschen schicker zu machen und nicht überall nur diesen gleichen Stil zu verwenden. Aber das passt. So, beim Thumbcraft hatte ich ein bisschen gearbeitet und ja, die Auffangstation hier oben funktioniert gut. Muss ich demnächst mal das Taint wegmachen.
Außerdem läuft hier hinten die Mana-Bohnen-Fabrik wunderbar. Die läuft zwar, wie gesagt, bloß, wenn ich da bin, ist ja klar, keine Chunkloader, aber sie macht ihr Ding eigentlich ganz gut und bringt mir hier richtig, richtig ordentlich Mana-Bohnen raus. Außerdem landen natürlich auch einige Mana-Bohnen hier. Allerdings werden erstmal natürlich die gesteckt werden können und irgendwann habe ich dann wirklich ein bisschen Vorrat. Ja, das war auch die Möglichkeit, hier mal endlich mal ein paar neue Stäbe zu machen, unter anderem hier mal endlich mal den Silverwood Staff. Das ist noch geplant, noch einen etwas größeren zu machen. Da gibt es dann noch diesen Staff of the Primal. Und da werde ich mir dann quasi einen richtigen Zauberstab machen und damit sollte es eigentlich passen. Gut, der nächste Punkt. Zum einen, wie ihr seht, ich habe die Mauern ein bisschen erhöht. Die Mauern sind jetzt mittlerweile so hoch, dass wenn jetzt hier normale Viecher runterfallen, dann sterben die instant. Finde ich ganz nett. Damit brauche ich mich hier oben um die Beleuchtung nicht mehr zu kümmern. Einzig die Spinne hier hat irgendwie gerade Langeweile. So. Das Gebiet hier ist ja schon bekannt als meine Bienenfabrik. Ich habe mir zwei Sachen überlegt. Punkt 1, ich möchte gerne die komplette Pyramiden, den kompletten Pyramidenwall bis nach oben, und zwar bei diesem Chunk, den ihr gerade seht, möchte ich als richtig großes Fenster machen. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich es umsetze, weil das braucht geschnittene Blöcke und eigentlich bin ich ja kein Riesenfan mehr von geschnittenen Blöcken. Allerdings gibt es leider momentan keine andere Möglichkeit. Mit Drawbridges sieht das dann auch ein bisschen blöd aus. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich einfach auf Glasblöcke zurückgreifen und dann hier, wie gesagt, diesen kompletten Chunk für Bienen reservieren. Ja, was ich bisher erreicht habe, ist eigentlich relativ wenig. Ich habe tierische Probleme, einfach mal eine Purebred Cultivated zu kriegen. Also ich kriege hier alles Mögliche, wie man sieht, eine Purebred Noble gekriegt. Aber, also mittlerweile Noble und Diligent habe ich schon fast. Also Noble, sehe ich gerade, habe ich jetzt eine vollständige. Auch eine Ignoble. Könnte ich eigentlich gleich mal machen. Da die ja eh nicht, da die rezessiv sind, die Bienen, ist es ja nur so, dass wenn sie quasi Purebred sind, beziehungsweise wenn die Bienen vorne stehen, dann sind sie Purebred. Dementsprechend sollten sie eigentlich passen. Gut. Ja, wie gesagt, hier habe ich noch nicht allzu viel geschafft. Das liegt primär daran, weil ich gerne hier ein paar richtig schöne, lustige Sachen aufbauen möchte. Und zwar möchte ich zum einen das Ganze hier mit einem Innenwand noch gestalten und so ein bisschen Holz und hast du nie gesehen. Und das Ganze noch ein bisschen höher gestalten, dann vielleicht doch gleich bis ganz hoch. Und hier eine Art, oh, mal schauen, noch kleine Häuser hinbauen oder irgendwas Feines, dass man denkt, man wäre hier quasi in einem extra gesonderten Gebiet. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, mir fehlt ein bisschen Holz. Und dementsprechend, also nicht, dass ihr denkt, mir fehlt Holz, aber die Jungle Wood geht auf Dauer auf die Nerven. Dementsprechend muss ich mir was anderes ausdenken. Ja, und zu diesen anderen werde ich jetzt gleich kommen. Hallo, Zombie. Wupp. Zum einen die Baumfarm, die hier läuft echt einwandfrei, aber Nachteil ist halt, die Bäume sind unglaublich hoch. Also ich muss selbst hier wahrscheinlich noch zwei Wände drauf stapeln, damit ich dann richtig quasi die Bäume abgedeckt habe. Allerdings fehlt mir momentan der Abyssal Stone, deswegen komme ich da nicht richtig weiter. Zum anderen habe ich jetzt hier so einen lustigen Überhang geschafft. Da muss ich mal gucken, den werde ich wahrscheinlich noch mit solchen Querstreben dann ordentlich verbinden, damit es ein bisschen cool aussieht. Und die Idee hier dahinter ist eigentlich, dass ich vielleicht hier oben ein paar Forestry-Maschinen reinstelle, die ich jetzt seltener brauche. Also zum Beispiel eine Seed-Oil-Produktion und hier noch ein paar Drums hinstelle. Also nichts Großes, aber so ein bisschen, dass dieser Platz einfach genutzt wird. Denn, upsa, derzeit ist es ja nur einfach so, dass, ja, dass hier unten die Farm zwar läuft, aber oben drüber halt der Platz ziemlich nutzlos ist. Und tendenziell würde ich vielleicht sogar noch ein weiteres Gebiet für normale Seeds anlegen, denn meine Seed-Eule-Produktion ist ziemlich für den Arsch. Aber da habe ich auch noch andere Ideen. Mal gucken, wie ich das umsetzen kann. Ein weiterer neuer Raum ist dieser hier. Das ist das, was ich jetzt ansprechen wollte. Und zwar ist das eine weitere Baumform, die interessant automatisiert ist, muss man so sagen. Zum einen, ihr seht, habe ich hier nicht alle Flächen komplett belegt, sondern ich habe primär solche 2x2 Flächen ausgearbeitet. Das lag daran, weil ich hier mit Chestnuts begonnen habe. Und zum anderen habe ich primär versucht, die Dinger ein bisschen auseinanderzulegen, dass ich, ja,
dass die Bäume quasi sich nicht die ganze Zeit überlappen und dann möglichst viele Saplings bei rausspringen. Denn mein Ziel ist es vor allem hier auch Saplings zu sammeln, damit ich dann genügend Stacks von allen Saplings rumliegen habe für, keine Ahnung, die verschiedensten Baumarten. So, ja, das ist der Punkt. Der nächste Punkt ist, ich habe mir jeweils bloß 10 Saplings aus der Hauptstadt geholt, also ich muss hier ein bisschen aufpassen am Anfang, wenn hier quasi alles durchläuft. Und ich habe auch mitgekriegt, dass es gewisse Saplings gibt, die, naja, oder gewisse Bäume gibt, die einfach nicht so gefarmt werden möchten, zum Beispiel die Bananenbäume. Da kriegt man tendenziell sogar weniger als einen Sapling pro Baum. Dementsprechend musste ich die Aktion relativ schnell abbrechen mit den Bäumchen. Aber gibt ja noch genügend andere und dementsprechend habe ich jetzt hier hinten halt viele, viele Saplings vorbereitet, die ich quasi nach und nach alle anzüchten möchte. Wie funktioniert das Ganze? Ist eigentlich auch ganz simpel. Und zwar, der Harvester erntet, dann ist hier unten unter dem Planter eine Vakuumpipe, was quasi sämtliche Saplings reinzieht. Der Knackpunkt ist hier, ich habe dem Ding gesagt, es soll fuzzy sein, also sprich, da Saplings alle im gleichen O-Dictionary hängen, kann ich mit einem Sapling quasi in dem Filter, kann ich sagen, dass alle Saplings hier rein sollen. Ja, der Golem, der sammelt einfach überflüssige Saplings, die jetzt vom Harvester irgendwie nicht erreicht werden. Und die werden dann quasi ebenfalls in das System hier eingespeist. Und sämtliche Saplings, die überflüssig sind und sämtliche Hölzer gehen halt in die Barrels. Die Barrels haben auch im Hintergrund Filter. Zum einen gibt es quasi das eine Barrel für Holz, es gibt ein Barrel für Saplings und dann gibt es zwei Barrels für Nicht-Holz und Nicht-Saplings. Damit halt quasi, wenn hier Äpfel oder irgend so ein Kram abfällen, dass diese auch gesammelt werden können. Außerdem habe ich so gemacht, dass dieser Router ist standardmäßig abgeschaltet durch den Lever. Und wenn dann quasi, wenn ich merke, ah schön, jetzt ist mein Barrel mit Holz voll und Saplings habe ich auch genug, dann kann ich das Ding anschalten und dann fließen quasi die ganzen Items ins normale System. Und damit habe ich dann quasi genau ein Barrel voll mit Holz und das reicht. Ja, mehr braucht man eigentlich auch nicht. Ja, und so werde ich jetzt hier quasi nach und nach die ganzen Farm oder die ganzen Bäume hochziehen und hoffen, dass ja auch die Sequoias wachsen können. Vielleicht muss ich bei den Sequoias dann auf diesen Bereich mich konzentrieren, denn ansonsten wird es ein bisschen schwierig. So, und wer sich immer noch nie gefragt hat, was das hier ist, das habe ich bisher noch nie benutzt. Allerdings kenne ich es schon seit sehr, sehr langer Zeit und ich wusste bisher nie genau, wofür man es wirklich nutzen könnte. Das hier unten ist eine Lamp of Growth, die braucht Herba-Essenzen von Thorncraft, damit die quasi die Bäume zum Wachsen bringen kann. Die verteilt hier quasi dann ab und zu mal einfach diese Essenzen unter den Bäumen und damit wachsen die flotter. Und dieser Spiegel, der holt halt quasi die Essenzen. So, und wo holt er die her? Ich habe hier eine kleine automatisierte Anlage gebaut. Und zwar hier drüben. Und hier wird quasi einfach die ganze Zeit werden Saplings, und zwar Junglewood Saplings, werden hier verbrannt. Und damit kriechelt hier das System quasi die ganze Zeit Herba ran. Das Arbor und das Granum, das ist in einer Void Jar. Das heißt, die ist zwar voll, aber die wird halt die ganze Zeit überfüllt und damit fliegt das Zeug einfach ins Nirvana. Und diese beiden Mirrors sind wie gesagt miteinander verbunden und damit fliegt dann das Herba von hier drin rüber und damit kann quasi der nächste Stamm verbrannt werden. Ist eigentlich relativ simpel, aber funktioniert relativ gut. Und dieser Raum ist halt, naja, primär genau für solche Sachen gedacht, dass ich einzelne Sachen hier automatisieren kann und dann, ja, quasi die Sachen dann mit Mirrors verschicken kann. So. Jetzt muss ich ernsthaft überlegen, ob ich noch irgendwelche Sachen gemacht habe, bis auf die ganzen Gänge hier, die ich mittlerweile mal endlich gezogen habe, damit das Ganze ein bisschen mehr nach Pyramide aussieht und nicht mehr nach völliger Offenheit. Bin ich, denke ich, soweit durch. Wie gesagt, nächste Woche versuche ich, dieses FPS-Problem ein bisschen in den Griff zu kriegen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Und dann gibt es natürlich wieder Besuche von ein paar anderen Leuten. Denn ich weiß zum Beispiel, dass Reklam ziemlich viel noch gebastelt hat. Dementsprechend gibt es viel zu zeigen, wieder nächste Woche, denke ich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.